Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich trainieren, dass ich schneller werde? Was kann ich tun, um schneller zu werden? Heute beantworten wir dir genau diese Frage, geben dir handfeste Übungen an die Hand, wie du es schaffst, schneller zu sprinten. Labern wir gar nicht viel drumherum, sondern fangen direkt an mit der ersten Übung. Erste Übung, ganz klassisch, ungefähr 10 Meter Sprints. Bau dir zwei Gegenstände auf, im besten Fall natürlich ein paar Hütchen, und leg die einfach 10 Meter auseinander. Und dann sprintest du von dem ersten Hütchen bis zum 10 Meter entfernten Hütchen im vollen Tempo. Wenn du genaue Tipps haben möchtest, welche Sprintstrategie du anwenden solltest, um richtig schnell davon zu kommen, schau einfach mal jetzt das Video an, was hier oben eingeblendet wird. Da geben wir dir nochmal handfeste Tipps. Unter anderem, dass du deine Arme mitnehmen sollst und so weiter. Jetzt aber, let's go mit der ersten Übung. Du kannst jetzt ein bisschen variieren von deiner Startposition. Geh zum Beispiel mal in die Liegestütz, dann geh mal auf die Knie und spring dann hoch. Variier einfach ein bisschen, damit du auch deine Antrittsständigkeit und deine Schnellkraft währenddessen trainieren kannst. Optimal wäre es, wenn du jetzt irgendwie noch einen Partner da zur Seite hast, zum Beispiel, ja, irgendwie kann auch ein Familienmitglied sein, der einfach dir einen kleinen Startschuss gibt, zum Beispiel so ein HEP, weil damit würden wir damit dann auch noch deine Reaktionsgeschwindigkeit trainieren, was dir helfen wird, auf den ersten Metern im Spiel richtig schnell zu werden. HEP! Zweite Übung. Auch wieder ungefähr 10-12 Meter Sprints, diesmal aber mit einem Schnelligkeitsschlitten. Wir verlinken einfach mal unten in der Videobeschreibung Schnelligkeitsschlitten auf Amazon. Kostet nicht viel, aber ist sehr, sehr effektiv, um deine Schnelligkeit trainieren zu können. Leg da einfach ein paar Gewichte drauf, ungefähr zwischen 5 und 10 Kilo. Mehr würde ich jetzt nicht unbedingt drauflegen, und teste es einfach mal zu Hause aus. Es ist eine sehr, sehr gute Übung, mit diesem Schnelligkeitsschlitten 10, 12, 15 Meter Sprints zu absolvieren. Dadurch wirst du schneller werden. Dritte Übung. Ich habe mir hier insgesamt 4 Hütchen aufgebaut. Ein Hütchen ist mein Starthütchen. Ein weiteres Hütchen ist ungefähr 10-12 Meter entfernt. Und dann habe ich noch ein Hütchen links und ein Hütchen rechts, was wiederum schräg ungefähr 7 Meter von dem 10 Meter entfernten Hütchen entfernt ist. Jetzt laufe ich hier los und mein Partner ruft die Farbe des linken Hütchens bzw. die Farbe des rechten Hütchens. Das heißt, du brauchst jetzt einen Partner. Mit der Übung trainieren wir insbesondere deine Handlungsschnelligkeit. Das heißt, du läufst los, und wenn du ungefähr auf der Mitte der Strecke bist zwischen dem ersten Hütchen und dem zweiten Hütchen, sagt der Partner, also beispielsweise dein Freund oder Familienmitglied, eine Farbe, und zu dem Hütchen musst du dann eben hinspritten. Einfach zuschauen und nachmachen. Blau! Weiß. Blau. Auch hier kannst du wieder deine Startposition variieren. Das heißt, zum Beispiel mal wieder aus der Liegestützposition starten. Hep. Weiß. Vierte und letzte Übung. Du gehst hier durch die Hürden durch. Das heißt, einfach seitlich über die Hürden. Gehst dann wieder zurück, Slalom, und sprintest dann an diesem Hütchen ungefähr 5-6 Meter nach vorne. Einfach mal zuschauen und nachmachen. Das waren die 4 Übungen, die dich schneller machen werden. Achte bitte, ganz, ganz wichtig, besonders darauf, dass du bei jeder Übung zwischen den einzelnen Durchführungen, also den einzelnen Sätzen, mindestens 30 bis 45 Sekunden Pause machst. Wenn du diese Übungen ausführst, kannst du davon insgesamt so 5 bis 6 Sätze machen. Achte bitte darauf, dass dein Sprinttraining, wirklich hochintensives Sprinttraining, maximal 30 bis 40 Minuten dauert. Das war das komplette Video. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass unbedingt ein Like, abonniere uns und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und schau auch unbedingt bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß beim Üben, beim Trainieren. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.